Herden zurück auf die Weiden gezogen, und die drei heiligen Könige hatten sich auf ihre Kamele gesetzt, sind fortgeritten. Die Engel sind zurück in den Himmel geflogen. Und Josef nahm einen Esel, setzte auf den Esel Maria und ihrem neugeborenen Sohn Jesus und ritt mit ihnen nach Ägypten, so wie der Engel es im Traum ihm gesagt hatte. Alle waren fort. Nur der Ochs und der Esel waren noch im Stall. Und das war ja auch kein Wunder, denn das war ihr Zuhause. Alle anderen waren fort. Alle? Nein, nicht alle. Der Stern von Bethlehem hing immer noch unter dem Dach des kleinen, etwas windschiefen Stalles. Der Stern klemmte sich mit seinen Zacken oben am Dachbalken fest, glimmte noch ein bisschen und schlief ein. Leises Weinen weckte den Stern aus seinen Träumen, die angefüllt waren mit Himmel, Glänzen und Singen. Erstaunt schaute der Stern um sich. In dem Stall saß ein kleiner Hirtenjunge vor der leeren Krippe und weinte. »Aber warum weinst du denn?« fragte der Stern. Der kleine Hirtenjunge erschrak und blickte nach oben. Dort saß der Stern und leuchtete etwas schwach vor sich hin. »Ich bin zu spät gekommen«, schluchzte der kleine Hirt. »Ich komme immer überall zu spät. Und jetzt sind schon alle fort.« Der Ochse mute verständnisvoll und der Esel senkte traurig seine langen Eselsohren. »Und weil ich zu spät bin, kann ich niemandem erzählen, was ich gesehen habe, so wie die anderen Hirten, denn ich habe ja nichts gesehen.« Der Stern schüttelte sich ganz leise und es klang wie die Melodie vieler kleiner Glöckchen. »Erzählen«, sagte der Stern. »Ich habe auch alles gesehen. Ich kann es dir ganz genau erzählen. Ich bin der Stern von Bethlehem.« Der Stern sprang vom Dachbalken hinab und landete auf dem breiten Rücken des Ochsen. Er versprühte ein paar Funken und der Ochse brummte. »Aber ich weiß doch gar nicht, ob du wirklich der Stern von Bethlehem bist. Du kannst doch jeder Stern sein. Und ich war doch nicht dabei, um zu wissen, dass du bist.« »Hör mal, so geht das nicht«, murrte der Stern jetzt etwas verdrießlich. »Natürlich bin ich der Stern von Bethlehem, denn sonst würde ich doch wie die anderen Sterne dort oben am Himmel hängen. Da könnte ich gar nicht mit dir hier unten im Stall reden.« »Aber Sterne können nicht mit Menschen reden«, sagte der kleine Hirt. »Ich kann das. Ich bin der Stern von Bethlehem.« Der Stern nickte eifrig und es klang wieder so, als würden Glöckchen klingeln. Komm näher,
Ich will dir alles genau erzählen. Der Stern von Bethlehem hüpfte vom Ochsen herunter, lief über den Boden und kletterte auf die Krippe. Ach, das reicht nicht, lieber Stern. Nur das, was ich selber sehe, nur das kann auch wahr sein. Und nur das, was wahr ist, kann ich auch erzählen. Traurig schaute der Hirtenjunge zu Boden. Ratlos blinzelte der leuchtende Stern, der nun in der Krippe saß. Was sollte er nun tun? Sanft streichelte er den kleinen Jungenkopf. Was ist denn das? Erstaunt schaute der Stern auf sein Werk. Die weichen Kinderhaare, sie standen dem kleinen Hirten ganz wirr vom Kopf. Und sie leuchteten und glänzten und glitzerten. Der Junge schaute den Stern mit großen Augen an. Was hast du getan? Ich habe so ein warmes, schönes Licht in meinem Herzen gesehen. Wie hast du das gemacht? Da wusste der Stern, was er tun musste. Ich hab dir doch gesagt, dass ich der Stern von Bethlehem bin. Komm, ich will dir alles in deinem Herzen zeigen, was in dieser besonderen Nacht geschah. Kletterte der Stern von der Krippe auf den Jungenkopf, rutschte die Haarsträhnen hinunter in den Kragen der warmen Schaffelljacke und weiter bis in das kleine Kinderherz. Und dort zeigte der Stern von Bethlehem dem kleinen Hirtenjungen alles, was geschehen war. Er zeigte ihm die dunkle Nacht. Er führte ihn zu den singenden Engeln. Er ließ ihn den hellen Glanz im Stall erblicken. Und er brachte den kleinen Hirtenjungen zu Maria und Josef. Und der Hirtenjunge sah die Krippe und das Kind, das das Licht in die Dunkelheit bringt. Und er kniete nieder und wusste, es war alles wahr. Langsam glitt der Stern wieder zurück und setzte sich auf den Rand der hölzernen Krippe, mitten in den leeren Stall. Der kleine Hirtenjunge blickte den Stern an. Es ist alles wahr, flüsterte der Junge.
Es ist alles wahr. Nun hast du es mit deinem Herzen gesehen. Nun weißt du, dass es wahr ist. Jetzt kannst du es weitererzählen. Und der kleine Hirtenjunge, er sprang auf und lief so schnell er konnte aus dem Stall und zu seinen Freunden, um alles zu erzählen. Und schon im Laufen drehte sich der kleine Hirtenjunge um und rief: Danke, danke, lieber Stern von Bethlehem. Fort war er. Der Stern blieb nachdenklich zurück. Er schaute in den leeren Stall. Er sah Ochs und Esel. Und er dachte nach. Und er beschloss, nicht wieder hinaufzugehen an den Himmel. Nein, er würde von nun an zu den Menschen gehen und von Weihnachten erzählen. Denn er, der Stern von Bethlehem, er war dabei gewesen und hatte alles, alles mit eigenen Augen gesehen. Er konnte die Wahrheit erzählen. Und so ist es bis heute geblieben. Der Stern wandert durch die Dunkelheit zu all den Menschen, die traurig sind, zu denen, die Sorgen haben, zu denen, die krank sind und zu denen, die alleine sind. Er wärmt sie mit seinem Licht von Weihnachten. Und wenn er weiterzieht, hat er ihnen das Wunder von Weihnachten erzählt. Und sie wissen, dass es wahr ist. Thank you.